So, es ist jetzt 11.19 Uhr und wir haben 28 Grad. Wir fahren gerade im Bus. Jessie, kannst du uns sagen, wohin wir fahren? Du weißt? Aus dem Vesuv. Aus dem Vesuv. Du musst deutlich sprechen, sonst versteht dich keiner. Ina. Ina? Ja. Was kann denn mit dem Vesuv passieren? Was haben wir denn gerade gehört? Also, der kann aus. Genau. 9 oder 44, der letzte Mal ausbrochen. Ja, dann wird es ja mal wieder Zeit. Nein, nicht heute. Wir schreiben halt Geschichte, auf einmal drauf und am Ende ohne Schlag. Oh nein. Aber irgendwann Marco, hier haben alles so noch am Ende. Marco, hier haben uns welche was von der Mafia erzählt. Wie stehst du dazu? Was, jetzt mal ernsthaft? Hat jemand von der Mafia erzählt? Ja. Wer hat von der Mafia erzählt und was? Der Busfahrer. Was hat er gesagt? Hat er geschlafen? Warte, sag das bitte nochmal laut. Das sagt man doch oft. Ich glaube, die Mafia hat hier ihren Hauptsitz. Genau. Yeah. Genau, außerdem war hier auch diese Würfelschmutzung. Ja, das weiß ich. Diese 5 Meter hohen Müllberg vor ihrer Haustür. Ja, das kam doch immer in der Nachricht. Und wie war das erste? Natürlich. Wir wollen ja alle mal die Gefahren festhalten, die wir jetzt. Das ist hier nämlich total gefährdet und die Stadt, die schert sich einen Scheiß da. Wir werden alle sterben. Ganz schön. Das ist es, wir werden alle sterben. Ein Erdbeben miterleben. Ja, oh nein. Das wäre doch mal was. Nein, das wäre nicht. Das wäre nicht? Nee, das wäre nicht. Bilder machen. Ja, ganz toll, verwandelt oder was? Doch, wir sind alle! Das ist doch nicht extra gemacht jetzt, das denkt aber keiner. Doch, natürlich sind wir alle! Was habt ihr gegessen? Pizza, Salami-Pizza. Ja, und dann war es eine sehr schöne musikalische Einlage und weiß ich nicht. Und Arian? Und Arian, der. Arian, der sitzt da vorne. Der Arian ist da. Ich sag jetzt nichts dazu. Oh ja, was machen wir da heute noch? Das ist angesprochen. Wir fahren jetzt, wie gesagt, 3 Stunden. Immer gegen 11 Uhr, wenn alles gut geht. Ja, und entweder gehen wir raus, machen so ein bisschen chillig. Und wir stellen Alex nach. Also, ja, ich muss auch nicht zu Alex. Wir dürfen Alex. Was ist Alex?
Lisa kommt auch heute Abend zu uns, ne? Genau. Also okay, wir stoppen zu dritt und ich hätte mit dem Mitkotz ist doch für alle. Im Sattel. Ja, warte, deine Brille. Das ist meine Brille. Donnerstag, das 10. 20.29 Uhr, gefühlte 26 Grad. Alles klar. Was hast du denn heute gemacht? Ja, wir waren heute erstmal durch schön in den Katakomben, wo wir einige Ausgrabungsstätten gesehen haben, wie man im alten Rom Leichen dargestellt hat. Und dann hatten wir schön viel Freizeit, wo wir uns ausgeruht haben. Ja, und jetzt sind wir hier am wunderbaren Trevi-Brunnen. Wo man sich ordentlich schwächeln kann. Schwenk mal rüber, warte. Ja, genau das Ding meine ich. Alles klar. Und ich habe gerade gesehen, die Jule isst ein Eis. Ja. Ein italienisches Eis. Sehr das lecker. Welche Sorte? Apfel und vorher war noch eine Kugel Erdbeeren. Das klingt ja lecker. Ja. Schmeckt gut, ja? Ja. Das hast du hier gekauft. Was machen wir heute noch? Wir fahren. Ja. Ina? Spanische Treppe. Wir gehen jetzt zur spanischen Treppe, sitzen da, machen Fotos und dann fahren wir irgendwo zurück und dann machen wir Party. Habt ihr schon Abendbrot gegessen? Wir durften doch heute selber uns das Abendbrot aufmachen. Wir haben uns ein Eis gekauft. Super. Und wir haben lecker Pommes gegessen. Und Pommes bei Burger King. Gibt's ja in Deutschland nicht. Also wir haben heute sehr ausgewogenes Abendbrot gehabt mit fünf verschiedenen Kugeln Eis. War gut und war Waffel dazu, also war sehr ausgewogen. Und dazu geschmeckt. Empfehl mal noch ganz schnell die Kugeln Eis auf, die du hattest. Ganz schnell, weil die Zeit ist gleich zu Ende. Schokolade, Orange, dann hatte ich Apfel, Kiwi, Pfirsich und ich hatte Joghurt mit Heidelbeeren. Sehr schön. Wir sind jetzt im Vatikan und wir sehen den Papst. Da, zoom mal ran. Näher geht's leider nicht, aber wir sehen wirklich den Papst. Hier sind die Zeugen. Den mit dem Papst. Ina, den mit dem Papst. Ja, das sehen wir mit dem Papst. Und wir sind so glücklich darüber. Aber hier ist es scheiße heiß. Und das ist das. So. Das hat viel größer verwendet. Den wirklich den Papst? Da oben steht er, guck mal. Also bei Kanzel dran. Auf jeden Fall ist der Papst. Aber wir sind in einer ganz tollen Metro gefahren. Das war zwar nicht so toll, weil wir mussten Puppen kuscheln. Und dann hast du da keine Luft gekriegt, aber das übertrifft ja jetzt alles.